Am Donnerstag begann in der Thomaskirche die Restaurierung des Leicher-Epitaphs. Die Gedenktafel mit plastischen Figuren, die knapp 400 Jahre alt ist, berichtet von der Geschichte des Leipziger Ratsherrn und Baumeisters Daniel Leicher, der im Jahre 1612 gestorben war. Aufgrund seines Vornamens erzählt dieses sehr kunstvoll gestaltete Epitaph die Daniel-Geschichte aus der Bibel, also wie Daniel in die Löwengrube geworfen wird und die Löwen aber durch die Engel Gottes vor dem Zugriff gehindert werden. Der Förderverein der Thomaskirche und die Kirchengemeinde spendeten jeweils 10.000 Euro, wodurch das größte Epitaph der Thomaskirche renoviert werden kann. Denkmalhauer Dirk Brüggemann kümmert sich darum. Dabei gäbe es zwei Schwerpunkte. Zum einen wolle man den Charakter des Epitaphs nicht stören, gleichzeitig aber auch die Lesbarkeit verbessern. Der zweite Schwerpunkt ist praktisch die Reinigung, sodass die eigentliche Wirkung des Epitaphs in dieser kontrastreichen Spielweise wieder zur Geltung kommen soll. Fehlende Köpfe, Arme und Beine der plastischen Figuren sollen zudem ergänzt werden. Die Fertigstellung ist nach offiziellen Angaben für Sommer 2013 geplant. Allerdings rechnet man damit, dass sich dieser Termin aufgrund der komplexen Vorgehensweise auf einen späteren Zeitpunkt verschieben wird.